Hallo, Seekrauts-Freunde, willkommen zurück hier bei uns auf dem Seekrauts-Kanal zur Flaschenpost-Ausgabe für dieses Wochenende. Ihr seht, wir haben hier schon wieder eine ganze Menge an Themen für euch und wir wollen direkt oben anfangen mit der Montpellier. Dann machen wir unser Work-in-Progress-Logo mal an, weil es ist natürlich alles subject to change, kann sich also jederzeit alles ändern, was ich euch jetzt hier so erzähle. Und ja, ich scroll jetzt hier mal so ein bisschen rum. Ich möchte euch nämlich das 3D-Modell zeigen und ihr könnt es jetzt in-game tun durch den Mod, den ich vor kurzer Zeit von der ModStation offiziell von World of Warships Seite bekommen habe. Und ihr seht, die Montpellier ist der Cleveland. Ja, vorne zwei Türme, hinten zwei Türme, A3 Rohre, 152 mm. Sie kann genauso weit schießen, sie hat ähnlich viele Trefferpunkte, aber nur ähnlich viel, denn da gibt es 600 Trefferpunkte Unterschied. Ihr habt mit der Montpellier 600 Trefferpunkte mehr, ihr habt bei der Hauptbatterie eine halbe Sekunde längere Nachladezeit, aber dafür 2,15 Sigma. Ja, also das heißt, euer Sigma-Wert hat sich um 0,1 Punkt erhöht. Ob ihr davon jetzt was merken werdet im Spiel, mag ich jetzt mal bezweifeln, dass die Kanonen die Kugel noch genauer beim Ziel einschlagen. Wer weiß das? Ich denke mal, ist irgendwie. Ich denke, die halbe Sekunde Nachladezeit, die das Schiff jetzt schlechter ist, die merkt man eher als jetzt Sigma. So, wollen wir es mal so ausdrücken. Die restlichen Werte sind genauso gut wie die bei der Cleveland. Ist auf jeden Fall ein sportlich angehendes Schiff. Ich kann. Ja, euch dazu sozusagen nur so sagen, wie ich die Cleveland kenne. Und die Cleveland kann schon Spaß machen, sobald sie ausgebaut ist. Sagen wir es mal so. Und das hier ist eine ausgebaute Cleveland. Hört dann auf den Namen Montpellier. Ist ein bisschen das Gegenstück zur Wichita. Die Wichita ist ja auch ein Kreuzer mit aber schwerer Artillerie, also 203 mm Kanonen. Die Reichweite ist sehr ähnlich und so weiter. Und hier haben sie jetzt eben eine leichte Kreuzer-Variante gebaut mit den 152 mm Kanonen. Verbrauchsmaterialien, die wir jetzt hier an der Seite noch nicht sehen können, wird sein Schadensbegrenzungsteam, defensive Flakfeuer, also Schadensbegrenzungsteam Platz 1, Platz 2, defensive Flakfeuer, Platz 3 gibt ein Überwachungsradar oder im Austausch den Aufklärungsflieger, damit ihr dann weiter schießen könnt, und Platz 4 ist die hydroakustische Suche. Das sind die Verbrauchsmaterialien, die ihr mit diesem Schiff haben werdet. Gut, und dann kommen wir zum nächsten Dampfer und das ist dann schon die Yukikaze. Da haben wir da die Daten und auch das ist alles Work in Progress und da würde ich auch ganz kurz drauf eingehen. Ja, 3D-Modell rennen wir einfach mal rum um das Schiff einmal. Ist zwar schwarz-weiß, aber anders ist es aktuell nicht möglich. Zumindest für mich nicht. Ja, ihr habt in der Mitte wieder zwei Torpedowerfer, vorne ein Geschütztürm, zwei Rohre, hinten zwei Geschütztürme mit zwei Rohren. 15.000 Trefferpunkte. Artillerie ist genau deckungsgleich mit der Cargero. Genauso auch wie die Verborgenheit, Ruderstellzeit und so weiter könnt ihr quasi mit der Cargero 1:1 vergleichen. Der einzige Unterschied ist der Torpedowerfer. Ja, ihr habt 104 Sekunden Nachladezeit, ihr habt 8 Kilometer nur an Torpedoreichweite. Die Cargero hat eigentlich 10. Eure Torpedos sind auf 1,9 Kilometer entdeckbar und machen einen Alpha-Schaden von 21.367 Punkten. Das ist mehr als die Cargero hat. Aber, wie gesagt, die Reichweite der Torpedos ist nur 8 Kilometer. Dafür sind sie aber wiederum schneller. Also 76 Knoten sind die Torpedos schnell. Das ist 9 Knoten mehr als das, was bei der Cargero standardmäßig zur Verfügung steht. Ist also eine ganz ordentliche Geschichte. Das Problem ist nur, ihr fahrt T8, T10 und ihr müsst sehr, sehr nah ran an eure Gegner, um überhaupt vernünftig treffen zu können, weil, damit die Torpedos auch nicht auslaufen. Das heißt, das ist ein sehr, sehr harter Spielstil. 8 Kilometer Reichweite ist doch sehr, sehr gering auf dieser Tierstufe. Gut, das ist das, was man zu diesen beiden Schiffen fast sagen kann. Ich erzähle euch noch was zu den Verbrauchsgütern bei der Yukikaze. Das ist das Schadensbegrenzungsteam und der Nebelerzeuger. Nämlich, mehr habt ihr da nicht zur Verfügung. Der Motorboost und der Torpedo-Nachladebeschleuniger, den die Cargero noch hat, der fehlt hier bei der Yukikaze nämlich. Ich mag mal bezweifeln, da jetzt einfach mal, dass dieses Schiff tatsächlich so als Premium-Schiff ins Spiel kommt, wird sicherlich nochmal eine Änderung geben. Ist so mein Gefühl. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich habe keinerlei Infos mehr. Ich halte den Unterschied doch für zu gering, um das als Premium-Schiff zu verkaufen, sage ich jetzt mal. Muss man dann sehen, vielleicht kommt es ja als Kohleschiff oder keine Ahnung, wer weiß das schon.
Aber ich vermute, da kommt nochmal irgendwie so eine Kleinigkeit an Nachschub, an Veränderung bei dem Schiff rein, wo es sich im Moment ja aktuell kaum von anderen Schiffen abhebt und es eher sehr, sehr schwierig macht vom Spiel. So, das war es eigentlich zur Yukikaze. Und ich habe euch dann jetzt auch gerade mal den passend eingebaut. Jetzt gehen wir dann zurück. Und zwar in unsere Nachrichtenübersicht. Ich mache das Work in Progress mal aus, weil wir sind ja jetzt direkt dabei. Der nächste Punkt ist dann PTS Runde 3. Und ja, es gibt tatsächlich wieder mal eine dritte Runde vom Testserver. Es geht darum, dass hier der Raumangriff nochmal ein bisschen überarbeitet wurde. Ihr solltet testen, ihr dürftet testen und dafür gibt es dann eben hier Belohnungen, nämlich Signalflaggen, es gibt Tarnmuster und es gibt Premium-Spielzeit, wenn ihr stark oder häufig genug gespielt habt. Hier Runde 3 ist dann vom 21. März bis 25. März verfügbar. So lange läuft auch der Testserver. Wenn ihr noch nicht teilgenommen habt, aber gerne euren Input geben wollt, dann registriert ihr euch hier unten einfach, installiert die zweite Version, weil ist ja natürlich ein Unterschied zum Live-Server. Und dann müsst ihr nur noch darauf achten, dass ihr die gleiche E-Mail-Adresse benutzt. Und dann bekommt ihr euren Bonus dann eben auch auf den Live-Server zur Verfügung gestellt. Nächster Punkt ist dann die Clan-War-Belohnung für den Test der serverübergreifenden Clan-Gefechte. Das war nämlich so eine Testaktion, die hier gelaufen ist vom 11. März bis zum 17. März. Und das Ziel war, dass ihr auf einem anderen Server gefahren seid. Kleiner Moment, ich muss mich mal ganz kurz hier mal räuspern. So, da bin ich schon wieder für euch. Entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung. Am Ende hieß es, ihr sollt mindestens 5 Gefechte auf einem anderen Server als einem euren Heimatserver fahren. Ihr hattet dafür ein paar Tage Zeit und ihr musstet gesamt 10 Gefechte fahren, 5 davon auf einem anderen Server. Und am Ende gab es dann 15.000 Kohle und 500 Stahl. Wer das gemacht hat, hat eine E-Mail bekommen oder nutzt eben diesen Artikel oben auf der World of Warships Seite einloggen, hier auf Belohnung abholen klicken, prüfen klicken und dann einfach den Bonus collecten, also aufsammeln. Und das war es dann schon damit. Und der nächste Punkt ist dann schon die Exeter. Abschnitt 4 ist jetzt freigeschaltet worden. Nämlich vom 22. März bis zum 1. April müsst ihr noch 4 Aufgaben der letzten Etappe vervollständigen. Und am Ende müsst ihr das alles mit britischen Kreuzern, Zerstörern oder Schlachtschiffen der Tierstufe 6 bis 8 tun. Gefechtstypen, Zufallsgefecht, Koop und gewertet. Und das erste Abschnitt hat es schon in sich hier, oder der erste Abschnitt. 7 Errungenschaften holen, also sowas wie First Blood, Dreadnought, Feuerfest, all so eine Sachen. Teil 2 müsst ihr dann 750.000 Schaden an gegnerischen Schiffen machen. Das ist verhältnismäßig einfach. Dann gibt es in Teil 3 3 gegnerische Schiffe versenken, ist auch einfach. Und dann gibt es Teil 4, da müsst ihr 20 Mal die Zitadelle der gegnerischen Schiffe treffen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann kriegt ihr am Ende die Exeter mit einem 6er Kapitän in den Hafen gestellt. Wer wissen will, wie die Exeter ist, der kann sich bei uns natürlich die Schiffsvorstellung angucken. In der Playlist im Trockendock haben wir euch die Exeter als letztes Schiff vorgestellt. Oder vorletztes Schiff, besser gesagt, vorgestellt. Und wer die Exeter schon hat, bekommt 4000 Dublonen gutgeschrieben. Also dafür alleine lohnt sich die Einstellung schon ein bisschen, dass man mal 4000 Dublonen mehr oder weniger geschenkt bekommt. So, und dann sind wir damit auch durch und dann könnt ihr noch ein Premium-Schiff gewinnen oder 2 Premium-Schiffe sogar an diesem Wochenende. Ihr müsst hier auf Teilnehmen klicken und dann einmal 1000 Base XP erreicht haben und mit T5 bis T7 Schiffen und einmal 1200 Base XP mit T8 bis T10 Schiffen erreicht haben. Dann seid ihr freigeschaltet, um an dem Wettbewerb teilzunehmen. Der Wettbewerb läuft vom 21. März bis zum 25. März und am 27. März werden euch die ganzen Sachen eben ausgeschüttet. Was müsst ihr machen? Es gibt die 4 Schiffskategorien, Flugzeugträger, Schlachtschiff, Zerstörer, Kreuzer, unterteilt in die Unterkategorie T8 bis T10 und T5 bis T7. Am Ende gilt es, in den Kategorien die meisten Base-Durchschnitts-XP sozusagen zu bekommen. Wer da die höchsten XP bekommen hat, bekommt dann eben in dem unteren Bereich eben die Ducat der Aosta und im oberen Bereich eben die Cossack
geschenkt. Ihr könnt also in beiden Bereichen Erster sein oder unter den Top 10 sein und beide Schiffe geschenkt bekommen. Seid ihr in drei Bereichen unter den Top 10, bekommt ihr trotzdem jeweils nur maximal ein Schiff gutgeschrieben. In den anderen Bereichen wird dann jeweils der danach folgende mit dem Schiff beschenkt. Ganz wichtig bei der ganzen Geschichte, ihr müsst zumindest ein Gefecht über 1000 Base XP gehabt haben für T5 bis T7 und mindestens ein Gefecht von 1200 Base XP für T8 bis T10, um überhaupt an dieser Geschichte teilnehmen zu können. Und darüber hinaus, über die Hauptpreise hinaus, gibt es dann auch noch zufällige Preise, nämlich Tarnung. Solltet ihr quasi nicht unter den Top 10 sein oder selbst wenn ihr unter den Top 10 seid, dann bekommt ihr die Schiffe, wenn ihr aber nicht unter den Top 10 seid, bekommt ihr diese Tarnung. Nämlich durch Zufall wird 20 Mal, also werden Pakete verlost sozusagen, zu jeweils 20 Tarnungen. Und zwar Victory Day, Kriegserfahren, Siegreich oder Jäger. Ne? Die Leute, die daran teilgenommen haben, mindestens ein Spiel gespielt haben und eben diese Grenzen auch wieder erreicht haben, bekommen so ein ganzes Paket möglicherweise gut geschrieben. Wie gesagt, werdet ihr dann am 27. erfahren, ob ihr dann die Auserkorenen seid. Wenn ihr hier auf Teilnehmen geklickt habt, bekommt ihr eine Sierra Mike Flagge im Hafen angezeigt, also gut geschrieben. Und ja, das ist dann eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß bei der ganzen Geschichte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch das gefällt. Würde mich auch mal interessieren, ob ihr an sowas mitmachen wollt oder nicht. Eine Sache kann man noch sagen, ihr könnt natürlich auch Divi fahren. Und die Punkte werden halt auch gezählt. Nächster Punkt ist dann der KOTS-Auftrags, also eine KOTS-Auftragsreihe. Das heißt nicht nur King of the Seas gucken, sondern auch eben mitmachen, weil ihr könnt in den Übertragungen einen Code bekommen, den einlösen und dann bekommt ihr eine Auftragsreihe, wo ihr dann verschiedene Twitch-Container bekommt. Da gehen wir gleich drauf ein. Laufen tut die ganze Aktion vom 23. bis 24. März. Hier gibt es einen Zeitplan, den kann man abrufen. Da könnt ihr sehen, welche Gefechte wann stattfinden. Hier gibt es nochmal die Info, welche Leute das übertragen. Also Flamu zum Beispiel macht es in Englisch und PSC0905 macht es eben in Deutsch. Hier sind ein paar Teilnehmer, also die Finalisten aufgelistet. Und am Ende gibt es dann, wie gesagt, entweder habt ihr Glück und ihr kommt durch einen Twitch-Loot-Container an diese Auftragsreihe oder ihr nutzt eben den Code, den ihr beim Zuschauen von solchen Übertragungen eben bekommt, um diese Auftragsreihe freizuschalten. Und hier gibt es ein paar Unterschiede. Prinzipiell müsst ihr immer T5 bis T10 Schiffe benutzen. Im ersten Teil könnt ihr noch Zufall, Koop und Szenario spielen. Da müsst ihr ein Gefecht gewinnen, kriegt eine FTW-Tarnung. Ab Teil 2 könnt ihr das nur noch in Zufallsgefechten machen und bekommt dann auch nochmal eine FTW-Tarnung. Und da müsst ihr unter den drei, also das Gefecht gewinnen und unter den drei Besten nach den XP liegen. Und in Teil 3 müsst ihr 1250 Base XP holen und das in einem Gefecht erreichen. Und dann kriegt ihr drei Tarnungen Kriegserfahren, auch T5 bis T10. Und der Gefechtsmodus ebenfalls halt nur Zufall. Wenn ihr alle drei Teile absolviert habt, bekommt ihr am Ende noch eine Flagge und die könnt ihr euch dann auf eure Schiffe anheften oder hissen. So. Der letzte Punkt für heute ist der Premiumladen. Wieder eine rein informative Geschichte. Ihr könnt ihr Prinz Eugen euch im Premiumladen bis zum 29. März kaufen. Außerdem darüber hinaus ist die Alaska und die Exeter auch noch bis zum 29. März verfügbar. Und natürlich die Luftversorgungscontainer, die gibt es nämlich noch bis zum 26. März. Also wer da noch irgendwie Bedarf haben sollte, kann es tun, um sich da einen zeitlichen Vorteil zu verschaffen, weil er irgendwie im Urlaub war, krank war, wie auch immer. Und der nächste Punkt ist, den ich euch nochmal ans Herz legen will. Wenn ihr euch nicht sicher seid, die Prinz Eugen gerne hörtet, weil ihr das vielleicht sammelt oder vielleicht vom Fahrstil her Interesse dran habt, kann ich euch unseren Livestream ans Herz legen vom 23.03. um 20 Uhr. Also heute Abend werden wir euch wieder mit einem Livestream versorgen. Da könnt ihr natürlich auch eure Wünsche äußern, was gefahren werden soll. Und da können wir natürlich auch die Prinz Eugen fahren. Kann ich euch nochmal zeigen, wie sie so ist. Und dann könnt ihr vielleicht eure Entscheidung treffen, ob ihr sie haben wollt oder eben nicht. Alle Artikel, die ich euch heute vorgestellt habe, werde ich unten in der Beschreibung verlinken. Das heißt, ihr habt es nicht schwer, um diese Sache zu finden. Und ja, dann komme ich schon zum Schlusspunkt. Ich bedanke mich für Zuschauen, für eure Zeit. Würde mich über konstruktive Feedback freuen. Natürlich Daumen nach oben. Abos sind immer sehr gerne gesehen, aber auch vor allen Dingen Weiterempfehlungen. Also wenn ihr noch Kumpels habt, die mich oder uns noch nicht kennen,
den Legi, den, da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr uns dann da weiterempfehlen würdet. Wir versuchen immer, möglichst kompakt viele Informationen, nicht nur von der World of Warships-Seite, sondern auch aus anderen Quellen aufzubereiten, diese hier in Videoform zu präsentieren und dann natürlich auch auf unserer Facebook-Seite in Schriftform euch nahe zu bringen. Ich hoffe, euch gefällt's und dann bis zum nächsten Video oder zum nächsten Livestream hier auf unserem Kanal bei YouTube. Haut rein, ich wünsche euch was schönes Wochenende. Ne? Ciao, ciao, euer Seacoast-Team, euer Maracha. Ciao.